Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Zu einer weiteren Sprint to Glory, heute mit Werder Bremen. Sehr oft von euch gewünscht und jetzt zuletzt nach der HSV-STG wollten einige Bremer, dass ich natürlich dann auch Bremen dran bringe. Und genau das ist jetzt der Fall. Wenn es euch gefällt, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Vielleicht gehen wir auf die 1000 Likes zu und abonniert den Kanal sehr, sehr gerne auch kostenlos. Hier nochmal expliziter Appell an euch, alle die noch nicht abonniert haben, macht das jetzt. Das kostet nichts und ihr verpasst nichts mehr auf dem Kanal. Natürlich nur, wenn ihr Bock habt und hier auch abonnieren wollt, ist selbst erklärt. Kommentiert gerne auch weitere Teamvorschläge in die Kommentare und nicht wundern, immer noch AS Roma. Ich nehme das Ganze alles am Sonntag auf, also den vergangenen Sonntag, wo ich bereits auch schon das Intro genau gleich aussah bei Austria Wien und auch bei PSG. Findet ihr also auf dem Kanal oder auch über die Infokarte hier oben, wenn ich dran denke. Und sonst ist das Intro mal wieder viel zu lang. Aber das kennt man ja traditionell von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Die Facecam verschwindet. Let's go! Saison Nummer 1, willkommen bei Werder Bremen. Und ihr seht, Platz 2, 2 Spiele, 6 Punkte. Ja, wir sind bereits beim Abschluss der Transferphase. Wir haben richtig gut abgeliefert zu Beginn. Das zeige ich euch direkt mal hier im Kalender. Wir haben gewonnen bei der TSG 2-0 und zu Hause 3-0 gegen Düsseldorf. Und wir haben bereits Spieler eingekauft und auch Spieler verkauft. Was bedeutet, wenn wir jetzt mal auf die Mannschaft schauen, die ihr jetzt im Hintergrund seht, dann gibt es da durchaus einige Änderungen. Welche das genau sind, seht ihr im Hintergrund. Chiesa kam für 26 Millionen von Florenz, von Leicester City, Chilwell für 20, Mukiele 13,5 von RB. Ebenfalls RB ist hier Dayot Upamecano 14 Millionen. Robertone kam dann für 12 hier von Welles Starfield und dann geht's los mit den Abgängen. Augustinsson, dann Shahin, weiter Osako, Björn Möwald, Langkamp, dann geht's auch weiter mit Barkfrede, Moisander, Gebre Selassie, Bartels und das war's. Also für alle diese gerade vorgestellten Spieler haben wir Geld ausgegeben oder Geld eingenommen und haben damit eine Mannschaft in Bestbesetzung, die wie folgt aussieht. Also ich bin sehr zufrieden mit der Transferphase. Unabhängig von der Mannschaft, die ihr jetzt im Hintergrund seht, bin ich echt mal gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir jetzt mal gerne in die Kommentare, was glaubt ihr mit einer Mannschaft, wo ich glaube schon 4 Spieler, die 80 oder sogar schon drüber sind, mit Pavlenka haben. Schreibt mir gerne mal rein, was ihr glaubt, wie wir abschneiden werden mit dieser Mannschaft hier zum Winter und gerne auch zum Ende der Saison. Also ich glaube, wir können durchaus in der oberen Tabellenhälfte mitspielen. Und um das dann natürlich wissen zu können, wie das Ganze gelaufen ist, müssen wir eine Runde nach vorne simulieren. Und eine Runde bedeutet bei uns, es ist eine ziemlich große, nämlich eine halbe Saison und wir sehen uns am 1. Januar. Ich hoffe, dass wir hier den Fluch in Sachen Manager-Level wirklich beiseite legen können. Wir schauen zurück und ich bin gespannt. Manager-Level ist richtig gut und auch wir machen eine richtig gute Figur. Platz 7, 26 Punkte und dahingehend ist das dann auch völlig gerechtfertigt, dass das Manager-Level so stark ist. Jetzt heißt es erstmal, ich kümmere mich um alle Verträge und schaue auch, dass alle Freigabesummen draußen sind. Des Weiteren haben wir hier einen Chilwell auf einer 80 mittlerweile, auch einen Chiesa und ein Team, das sich rundum, glaube ich, überall bis auf wenige Ausnahmen verbessert hat. Das ist richtig stark. Was wir natürlich auch noch wissen wollen ist, Top-Torjäger, haben wir da was dabei? Niklas Füllkrug, 6 Buden, das ist richtig gut. Ja, und dann schauen wir noch auf den DFB-Pokal, ob wir da noch dabei sind. Werder Bremen trifft auf Frankfurt, Runde 3 gewonnen, 5-0 gegen Heidenheim und in Runde 2 war es ein Sieg beim Sportclub aus Freiburg. Also rundum eine gelungene Hinserie, ziemlich souverän auch, wie ich finde. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch weiter fortsetzen können, auch für die Rückrunde. Da simuliere ich jetzt danach das Spiel gegen den 1. FC Köln. Heißt aber, ich muss das Ganze nochmal unterbrechen, weil wie gerade angekündigt, ich muss mich noch um Verträge kümmern. Die Saison neigt sich dem Ende zu. Zwischenzeitlich habe ich mal kurz aufs Manager-Level geschaut. Das war richtig gut. Da habe ich dann auch auf der Tabelle gesehen, dass wir zwischenzeitlich, glaube ich, nach 27 Spieltagen Erster waren. Ob wir das halten konnten, wage ich zu bezweifeln. Köln zum Abschluss gewonnen, Mainz unentschieden, Bayern tatsächlich gewonnen, Wolfsburg gewonnen. Ach komm, nee. Hör jetzt damit auf, wir sind Zweiter hinter Gladbach und damit heißt es direkt schon in Saison Nummer 2, wir gehen in die Champions League. Teams, die man da eigentlich erwartet, wie den BVB und den FC Bayern München, sehen wir da nicht. Wir haben die wenigsten Niederlagen in der Bundesliga und scheitern ganz knapp nur an der Meisterschaft. Ja, die wäre durchaus drin gewesen, aber gut, ist auch gar nicht so wild. DFB-Pokal waren wir im Halbfinale, sind da dann gescheitert gegen den FC Bayern München 2-1. Die treffen jetzt auf Bayern 04 Leverkusen und wir sind richtig zufrieden mit der Liga. Wir sind auf Platz 2. Das Manager-Level ist top, wir haben Verträge verlängert, haben nur noch 20 Euro, reicht vielleicht noch für 3-4 Döner, ist aber eine richtig geile Mannschaft, wie ich finde, und die müssen wir nächstes Jahr erstmal auch wieder mit 2 Baustellen dann verbessern können. Denn Toprak und Leonardo Bittencourt sind nur verliehen. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir jetzt gerade auch aufgrund der Qualifikation zur Königsklasse einfach viel mehr Geld bekommen, sodass wir nächstes Jahr nochmal einen Riesenschritt Richtung 80 plus machen. Das ist unser Ziel und Saison Nummer 2 ist das Stichwort und genau da sehen wir uns jetzt. Saison Nummer 2, hier sind wir dann Vorbereitungsturnier gegen den Newcastle United, Real Sociedad und Sporting Lissabon und dass unsere Mannschaft Robertone stimmt, den haben wir noch als Backup, genauso auch so Vekovic. Also da waren wir auch in der Breite gut aufgestellt, um das jetzt vorab schon kompensieren zu können. Dennoch, ich will natürlich
natürlich zwei oder drei Neuzugänge. Das Ganze mit über 51 Millionen. Dazu kommt natürlich Geld vom Vorbereitungsturnier bis zu 7,6 Millionen und Verkäufe. Ja, Erlöse aus diesen Verkäufen. Und dann hoffe ich, dass wir vielleicht einen neuen Stürmer bekommen, genauso auch einen neuen Zehner und womöglich auch noch einen neuen Innenverteidiger. Das ist also die Aufgabe, an die setze ich mich jetzt und hoffentlich schaffe ich die auch erfolgreich zu gestalten. Und dann melde ich mich gleich mit der Vorstellung aller Transfers für euch. Der letzte Transfer ist in der Mache, Patrick Cotrone kommt von den Wolverhampton und ich hoffe natürlich, dass das über die Bühne geht. Das Geld dazu haben wir. Ich gehe jetzt das Risiko ein und wir machen einfach mal nur 70.000. Sollte er das annehmen, ist das perfekt. Und jetzt kommt Patrick Cotrone, also aus der Premier League. Neben ihm haben wir noch Ferro geholt hier für 22 und Dani Olmo für 29. Auslaufender Vertrag, wie ich finde, ein absolutes Schnäppchen. Bedeutet also auch, wir haben es genau geschafft, die Position zu upgraden, die wir von vornherein halt einfach verbessert haben wollten. Und das war der Fall. Jetzt haben wir Ferro wieder mit einer 80, Olmo ist schon drüber, Cotrone kurz davor und neben Cotrone fehlt dann auch hier nur noch Mukiele. Also, die Mannschaft ist richtig stark, die Mannschaft muss jetzt dann in die Champions League. Ich bin ganz ehrlich, viel Hoffnung habe ich da nicht, was aber gar nicht so wild ist. Ja, ich will uns selber die Ziele gar nicht zu hoch stellen. Wir freuen uns auf die Königsklasse, wir haben gegen Hertha 3-1 gewonnen, dann haben wir gegen den Club 3-0 gewonnen und jetzt heißt es dann gleich Königsklasse. Ich bin gespannt, welche Gegner auf uns warten. Da sind wir dann Olympique Lyon, weiter geht's mit dem Champions League-Sieger, dem amtierenden, den FC Liverpool und dann haben wir noch Dynamo Zagreb, also das ehemalige Team von Dani Olmo. Der ist jetzt bei uns in den Reihen und wir sehen uns am 1. Januar. Ich bin ganz ehrlich, ja, mit Liverpool haben wir normalerweise keine Chance mitzuhalten. Mit Lyon vielleicht schon, mit Zagreb auf jeden Fall. Ob das Ganze dann aber genauso läuft, wie es laufen müsste, dass wir durchkommen, das sehen wir dann am 1. Januar. Jetzt bin ich gespannt. Schauen wir direkt mal zurück auf die wichtigsten Ergebnisse und das heißt Königsklasse. Lyon 2-1 verloren, Liverpool dann 1-0 gewonnen. Weiter geht's mit Zagreb, 2-1 gewonnen, ganz, ganz wichtig. Das Rückspiel unentschieden nur, Lyon dann 2-1 und Liverpool nochmal gewonnen, nee, oder? Nein, wir stehen auf Platz 1, 13 Punkte, das ist ja unglaublich. Liverpool geht mit uns Richtung Achtelfinale, Lyon in die Europa League und Zagreb ist komplett raus mit nur einem Punkt. Den haben sie, glaube ich, ja sogar gegen uns geholt. Naja gut, 9-3 Tore, 13 Punkte, Platz 1. Wir treffen auf den AC Milan und wir haben, lasst mich nichts Falsches sagen, schauen wir ganz kurz durch, Liverpool, die treffen auf Real Madrid. Ja gut, wir haben noch Frankfurt als deutsches Team mit dabei, die treffen auf die Tottenham Hotspurs und ansonsten haben wir noch Leverkusen, kein FC Bayern München und auch kein Dortmund, aber das war ja klar, die haben sich ja dafür gar nicht qualifiziert. Schauen wir noch auf den DFB-Pokal, Werder Bremen ist da schon raus, Runde 3 verloren zu Hause gegen Köln, nachdem wir davor gewonnen hatten gegen Aue, 2-1. Na gut, in der Bundesliga stehen wir auf Platz 2, erwartungsgemäß, Fragezeichen, vielleicht ein Ausrufezeichen, weil wir eine richtig gute Mannschaft haben und jetzt hat man natürlich nach der ersten Saison direkt die Champions League erreicht, dann will man das jedes Jahr schaffen und das machen wir bis hierhin richtig gut. Das ist unsere Mannschaft, 80 plus, abgesehen von Mukiele. Wir verbessern uns kontinuierlich und sind nächstes Jahr, vielleicht sollten wir da dann auch wieder Champions League spielen. Ich denke, ein richtig gutes Team und auch vielleicht ein Favorit, vielleicht mal auf eine Überraschung Richtung Halbfinale. Hier haben wir die Überraschung auf jeden Fall schon geschafft. Wir stehen im Achtelfinale in der Königsklasse und das völlig unerwartet, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber dass es hier ziemlich weit geht, wage ich dennoch zu bezweifeln. Vollgasfußball ab in San Siro. Die hatten Olympiakos, Gladbach und den FC Barcelona in der Gruppe, sind da Zweite geworden. Ja, das ist natürlich die Folgerung daraus. Wenn wir Erster waren, wir verlieren das Ganze 2-0. Es ist Frankie Cassie und es ist Suso. Und damit ist der Traum vom Viertelfinale vermutlich schon ziemlich früh geplatzt, was aber gar nicht so wild ist. Denn wie gesagt, ein Stück weit Realismus gehört auch noch dazu. Für uns heißt es trotzdem nochmal, trotz der Niederlage im San Siro, wir wollen vielleicht hier gewinnen. Einfach den ersten Sieg auch in der K.O.-Phase schaffen wir leider nicht. Es ist Paqueta mit dem 1-0 und damit ein ziemlich deutliches Ergebnis. 3-0 in der Gesamtwertung. Ganz so deutlich hatte ich es vielleicht nicht unbedingt erwartet, aber trotzdem, wir haben eine richtig gute Mannschaft, die kann sich auch weiterhin sehen lassen. In der Liga schon deutlich Vorsprung, den wir uns normalerweise nicht mehr nehmen lassen dürfen. Dann heißt es nächstes Jahr auch wieder Königsklasse. Und da wollen wir jetzt erstmal diese Saison abschließen, die richtig gut war, mit einem heftigen letzten Monat Mai. Wir treffen da im Signal Iduna Park auf Dortmund, dann zu Hause gegen Bayern und dann zum Abschluss zu Hause auf Schalke. Saison ist zu Ende, zu Hause gegen Schalke. Ich bin gespannt, schauen wir drauf. 4-0 gegen Bayern, 3-1 verloren zu Hause, okay. Und gegen Dortmund auswärts 1-0 gewonnen. Da steht nichts von der 2. Fragt mich nicht, wie ich da drauf komme. Wir stehen auf Platz 2. Vielleicht war es das, aber das habe ich ja vorher noch nicht gesehen. Naja, völlig egal. Auf jeden Fall haben wir hier nur 4 Unentschieden, 22 Siege. Das ist ein richtig guter Wert. Wir stellen hier ja eine der besten Defensiven in der Bundesliga, holen 70 Punkte. Ich glaube, mehr als noch letztes Jahr, sind dennoch Zweite, also wieder mal das zweite Mal in Folge Vizemeister hinter dem FC Bayern München. Und nächstes Jahr ist die Champions League, denke ich, mit deutschen Teams noch besser besetzt als schon zuvor. Jetzt ist Bayern dabei, auch der BVB und Leverkusen neben uns. Also das ist richtig stark. DFB-Pokal, wer ist da im Finale? Da trifft Hertha auf Leverkusen. Also die Werkself da das zweite Mal in
Serie drin und wir haben gutes Manager-Level, wir haben gut abgeliefert und ich bin sehr zufrieden. Ich kümmere mich um Verträge und dann heißt es Saison Nummer 3. Vorbereitungsturnier, die dritte, 9,5 Millionen. Auch da ist das mögliche Preisgeld von Saison zu Saison höher. Wir hatten letztes Jahr über 51 Millionen, hatten da verhältnismäßig einfache Gegner. Jetzt wartet die Roma, es warten die Neapolitaner und der FC Chelsea und unser Team wartet drauf, weiter verbessert zu werden. Wobei ich da gar nicht mehr weiß, wo ich ansetzen soll. Ja, wir müssen halt schauen, dass wir so schnell wie möglich die 85 plus erreichen. Nicht, weil das Pflicht ist, sondern weil das halt für mich immer so einen schönen Richtwert hat, sage ich jetzt einfach mal. Wir schauen ganz kurz drauf, haben 83 Millionen, haben natürlich Spieler, die wir kompensieren müssen oder können und nehmen dadurch auch nochmal ein bisschen was ein. Ja, lasst euch einfach mal überraschen, was gleich so passiert. Ich weiß, es stand jetzt selber noch nicht, bin echt gehypt jetzt auf die Transferphase und melde mich dann gleich wieder mit der Vorstellung aller Neuzugänge. Wir stehen hier, wenn der Deal über die Bühne geht, hier vor dem größten Deal überhaupt. Schaut euch dieses Angebot an. Ich habe das Ganze auch nur delegiert und ich traue mich jetzt auch gar nicht mehr reinzugehen. 103 Millionen werde ich jetzt mal akzeptieren. Das ist mehr als das Doppelte vom eigentlichen Marktwert. Wir haben sowieso schon eine absolut unfassbar spektakuläre Transferphase hinter uns, dass diese hier nochmal getoppt werden könnte mit dem Verkauf von Chiesa. Wir bleiben jetzt einfach mal dabei, denn wenn das Geld bzw. die Nachricht hier gleich oben einflattert, dann ist auch das Geld auf dem Konto und das ist so viel Geld, dass wir einen 83 gerateten Spieler für über 100 Millionen verkaufen. Das gab es noch nie und das ist jetzt fix tatsächlich. Chiesa ist zu den Spurs gewechselt. 107 Millionen haben wir jetzt auf dem Konto. Es kamen hier ja knapp 87 Millionen aufs Konto. Das war noch ein bisschen verbunden mit einer Weiterverkaufsgebühr. Aber Jungs, was ist das für ein Deal? Hattet ihr sowas in der Richtung schon mal? Für mich ist das absolut Rekord. Sowas hatte ich noch nie. Der hat eine 83 und wird für 103 Millionen verkauft. Valverde ist der letzte Neuzugang. Ihr wundert euch jetzt, wir haben kein Geld mehr. 29 Millionen, das war die Freigabesumme. Ich weiß nicht, was der für ein Rating hat. Ich werde es jetzt dann gleich erst wissen. Eine 81 ist ein absolutes Schnäppchen, bin ich ganz ehrlich mit euch. Weiter geht's dann mit Ousmane Dembélé. Auslaufender Vertrag und von daher zahlen wir eigentlich fast genau das, was auch an Marktwert hat. Also der ersetzt Chiesa, Timo Werner Freigabesumme 50,4, Odriozola 42, Eder Militao 51, Pablo Fornals Freigabesumme 51,4 und Kimpembe haben wir geholt für 53. Also was ist das bitte für eine Transferphase? Vor allem, was ist das jetzt für ein Team? Das sieht in der Startformation so unfassbar gut aus. Abgesehen von jeder Spieler hat mindestens eine 84 und vielleicht schaffen wir ja eine Überraschung in der Königsklasse. Ziemlich weit zu kommen. Die Mannschaft hat ja auch noch sehr viel mehr Potenzial. Ganz sich also noch weiterentwickeln. Mit der Bank bin ich auch sowas von zufrieden. Die sieht richtig stark aus. Die Startformation auch mit Juri Pavlenka. Also das ist richtig, richtig geil. Freue ich mich natürlich drauf. Und ansonsten heißt es, wir starten jetzt einfach rein in die Königsklasse. Wer da auf uns wartet, zeige ich euch jetzt. Was ich schon wieder falsch gesagt habe, was ich jedes Mal mache, Juri Pavlenka, nicht Juri. Naja, völlig egal. Hier haben wir Hoffenheim 3-0 geschlagen. Dann Schalke 3-0 und jetzt wartet der erste FC Köln. In der Champions League wartet die Roma, mein Lieblingsclub international. Es wartet Manchester United und zu guter Letzt Lok Moskau. Wird nicht ganz so einfach. DFB-Pokal warten wir also, beziehungsweise wartet der VfL Bochum auf uns und wir warten auf den 1. Januar. Wir sind im Winter angekommen und jetzt bin ich echt mal gespannt, ob wir nach dem letztjährigen Einzug als Platz 1 ins Achtelfinale dieses wiederholen konnten. Roma 2-0, Manchester United 1-1, dann kam hier Lok Moskau 2-0 verloren, im Rückspiel 2-1 gewonnen, die Roma dann erneut gewonnen und United auch nochmal gewonnen. Das sieht richtig gut aus. Wir schauen drauf. 13 Punkte macht Platz 1. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir ebenfalls 13 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht, mit 9-3 Toren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Verbessert mich gerne alle die, die es jetzt besser im Kopf haben als ich, was durchaus passieren kann. Achtelfinale, schauen wir ganz kurz rein. Wir treffen auf hier, Lazio Rom. Okay, machbare Aufgabe. Bin ich ganz ehrlich mit euch und vielleicht treffen wir dann auf den Sieger von Slavia Prag und Lyon und kommen dann auch etwas glücklich noch ins Halbfinale. Aber da kann ich ja leider nicht mit beeinflussen, sage ich jetzt einfach mal. DFB-Pokal, Werder Bremen wieder raus. Das Ganze in Runde 2 tatsächlich schon. Gegen Bochum im Elfmeterschießen und in der Bundesliga stehen wir auf Platz 1. Wir könnten also tatsächlich die Meisterschaft gewinnen. Genau das ist nämlich auch das große Ziel. Wir schauen jetzt nochmal ganz kurz zurück auf die Mannschaft, die sich weiter verbessert. Wir haben abgesehen von Militao die 85 plus und das ist richtig, richtig stark. Dembélé könnte der erste Spieler werden mit einer 9 beim Gesamtrating davor. Ja, und wie gesagt, wenn man sich das nochmal durch den Kopf gehen lässt, ja, wir haben Chiesa mit einer 83 für 103 Millionen verkauft und Ousmane Dembélé kam für, ich glaube, 40 Millionen weniger und hatte zu dem Zeitpunkt der Verpflichtung schon 4 Ratingpunkte mehr und hat sich jetzt nochmal mehr verbessert. Also, das ist atemberaubend und da fällt mir nicht viel zu ein. Das ist der Deal, der beste Deal, den ich überhaupt jemals
gemacht habe. Ich kann mich wirklich noch richtig gut dran erinnern, dass wir Lazio schon mal als Gegner hatten. Halbfinale. FIFA 20 Sprint to Glory. Ich weiß gar nicht mehr, mit welchem Team. War das vielleicht der HSV? Da habe ich sie unterschätzt. Und dann haben wir das Hinspiel, meine ich, 2-1 verloren und im Rückspiel gerade noch so gewonnen. Und wir hatten zu Hause 2-1 verloren. Jetzt heißt es Lazio, jetzt heißt es Auswärtssimulation. Die hatten Schachtjo Donetsk, Eindhoven und PSG. Und wir starten rein. Komm schon. Gutes Ergebnis. Ist ein 0-0. Ja, nicht wirklich. Füllkrug steht auf der anderen Seite im Sturm. Allerdings haben wir kein Tor kassiert, leider auch keins geschossen. Und von daher, bei jedem Tor von Lazio, bei uns jetzt im Weserstadion, heißt es also, dass wir einmal mehr treffen müssen. Das wird eine schwierige Aufgabe, aber mit der Qualität, die wir ja durchaus im Team haben, eine machbare. Schauen wir einfach mal, wie das Ganze läuft. Timo Werner ist zum Glück wieder fit geworden. Vekovic aber ist hinten drin, ersetzt Presnel Kimpembe und wir gewinnen 3-0. Dreierpack Usman Dembele und das ist eine Story, unglaublich. Habe ich ja vorhin schon mal angesprochen. Eder Militao ist leider verletzt. Bleiben wir mal ganz kurz dabei und schauen einfach mal, wie lange der jetzt ausfallen wird. Ich hoffe nicht allzu lang, denn den brauchen wir natürlich auch, wenn sie mich öfter einsetzen. Pavlenka, du bist bei uns gesetzt, da machen wir gar nicht lange rum. Verletzt 4 Monate. Das Ganze jetzt ohne Eder Militao. Wir haben Glück, wir hatten Mukiele noch nicht verkauft und von daher könnten wir das jetzt so umstellen. Ne, wobei, können wir nicht. Lass dich mal ganz kurz schauen. Kimpembe ist ja auch noch verletzt. Gut, dann muss halt Mukiele und Vekovic rein. Ist natürlich vorerst mal eine Schwächung, aber trotzdem besser als nichts. Vekovic und Mukiele müssen jetzt ran. Und gegen wen? Gegen Dynamo Kiew, den Bezwinger des amtierenden Champions League-Sieger Liverpool. Dynamo Kiew. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Guckt euch jetzt mal diese Begegnung hier an und wir gewinnen das Ganze 2-0. Werner und Eggestein, Vekovic auf einer Position, wo sich eigentlich niemand mehr verletzen sollte, verletzt sich natürlich genau der eine, den man wieder braucht. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir eine Woche später dafür irgendwie wieder Kimpembe haben. Ansonsten wird das ganz, ganz schwierig, das zu kompensieren. Was jetzt aber vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, 2-0 bei Dynamo Kiew ist eine bockstarke Ausgangslage. Ja, damit müssen wir im Rückspiel das Ganze eigentlich in Anführungszeichen nur noch über die Bühne bringen. Ja, es fallen leider noch immer beide Innenverteidiger aus. Nicht nur das, auch Vekovic ist nicht rechtzeitig fit geworden. Oh doch, okay, der ist aber noch angeschlagen, weil die Nachricht habe ich so gelesen, dass er noch nicht zu 100% dabei ist. Und wir gewinnen 3-0, Milot Rashica und Timo Werner und damit ein 5-0 in der Gesamtwertung. Fragt mich nicht, was Liverpool gegen Kiew gemacht hat, aber für uns war es eine ziemlich souveräne Leistung. Glaub ich's denn? Ey, sag mal, habt ihr sie noch alle? Mukiele verletzt, Vekovic rot gesperrt und beide Innenverteidiger. Ach komm, nee, da wird jetzt nichts mehr dran gemacht. Soll ich euch sagen, wer da spielen muss? Auf der Innenverteidigerposition? Ach komm, nee, es ist ein Scherz. Ich sag's euch ganz ehrlich, so wie es ist. Es wird entweder Riegmann oder wie man hier 66er Rating oder Vollout oder Groß. Ach nee, da, ganz ehrlich, ich schmeiß das Ganze jetzt gleich hin, weil mit diesen zwei Innenverteidiger gegen Arsenal, da haben wir ja gar keine Chance. Die Gunners haben nämlich eine Offensive, die sich sehen lassen kann. Die haben Porto geschlagen und Manchester City davor und schlagen jetzt auch uns 2-1. Ja, das ist in Ordnung. Das ist gar nicht so verkehrt. Es ist euer erster Wahl, es war dann auch Timo Werner. Und wenn man halt einfach mal davon ausgeht, dass im Rückspiel vielleicht beide Innenverteidiger wieder da sind, könnte man das nochmal drehen. Weserstadion, Kimpembe aus seiner Verletzung zurückgekehrt. Monatelang hat der gefehlt. Vekovic, der war nur rot gesperrt, ist jetzt dann also auch zurück. Und wir haben, glaube ich, jetzt in der Defensive eine ganz gute Stabilität und hoffentlich in der Offensive die Qualität, um die Gunners hier zu schlagen. Und das ist der Fall. Rashica Doppelpack, dann sieht vorne als gelb-rot und fehlt damit im Champions-League-Finale. Timo Werner machte dann das 3-0 und ab da war klar, dass den Gunners nur noch 2 Tore weiterhelfen können. Anderson trifft zwar noch, aber das reicht nicht mehr. Wir gewinnen also das Rückspiel in der Gesamtwertung somit gesehen mit 5 zu 4, oder? 4 zu 3? Ach, keine Ahnung. Mathe? Komm, nee. Das lassen wir jetzt einfach mal außen vor. In der Liga wird es mit der Meisterschaft dann vermutlich doch nichts mehr. Das ist aber gar nicht so wild. Wir haben jetzt noch Hertha, wir haben Wolfsburg und haben dann am 28. Mai Piemonte Calcio, Juventus Turin, also in der Champions League. Und jetzt schauen wir direkt mal auf den Werdegang von der alten Dame. Unserer ist bekannt, die haben zuvor Barca geschlagen mit 3-2. Im Viertelfinale hatten sie gewonnen gegen PSG, ebenfalls 3-2. Davor haben sie dann gewonnen, wo haben wir sie hier? 5-3 gegen Benfica Lissabon. Also das waren immer torreiche Spektakel. Im DFB-Pokal schauen wir ganz kurz, wer bei uns da gewonnen hat. Und das war der VfL Wolfsburg gegen den BVB. In der Bundesliga war es für uns am Ende wieder mal Platz 2. Wie soll es auch anders sein? 3 Jahre, dreimal Platz 2. DFB-Pokal lassen wir mal außen vor. Da sind wir bis auf Saison 1 ins Halbfinale gekommen. Danach war das immer ziemlich schlecht. Und das ist unsere Mannschaft jetzt im Hintergrund. Die muss aber ein paar Änderungen mit sich ziehen. Dafür haben wir in der Breite einen guten Kader. Von als rot gesperrt, dafür Valverde. Vekovic ist nicht ganz so gut drauf. Mukiele darf gerne spielen. Der ersetzt Eder Militao, der leider noch immer verletzt.
verletzt ist, dann ist das unsere Mannschaft. Ich bin gespannt, mit welchem Team hier die Gegner kommen. Um das Team von Juventus Turin kennenzulernen, müssen wir natürlich erst ins Spiel, ins Stadion. Wir werden hier in Grün spielen. Ja doch, auf Grün habe ich Lust. Piemonte Calcio hier in den schwarzen Trikots mit rosa Akzenten. San Siro, Heimspielstätte, also von den Mailänder Clubs. Und damit hat es Juventus Turin nicht allzu weit und mehr oder weniger auch ein Heimspiel. Ich freue mich aber trotzdem drauf. Ultimativ, wir in Grün, Juventus in Schwarz und Pink und das im Champions-League-Finale. Unglaublich, let's go! Hier haben wir die Startformation von Sarri und Piemonte Calcio von Juventus Turin. Hier haben wir die Bank mit Depay, Correa, Koke, Wijnaldum, Bellerin und Klostermann. Das sind sehr viele Änderungen in der Startformation, dahingehend sehr wenig. Martial, Ronaldo, Dybala, Pjanic, Bentancur, Rabiot, Alexandro, Stones, De Ligt, Semedo und Wojciech Szczęsny. Unsere Startformation ist ja bekannt, wir von rechts nach links. Die alte Dame hat Anstoß und ich freue mich auf dieses Champions-League-Finale im San Siro, wo wir als Außenseiter reingehen. Zum einen, weil ja Juventus halt mehr oder weniger im eigenen Land unterwegs ist, nicht unbedingt im eigenen Stadion. Aber ich denke, Heimrecht kann man das schon so ein Stück weit betiteln. Und wir haben halt ein absolutes Auswärtsspiel. Nicht was die Fans angeht, weil es ist natürlich Hälfte-Hälfte hier. Aber trotzdem wird das nicht ganz so einfach. Dennoch sehe ich Juventus auch qualitativ ein Stück weit im Vorteil, Ousmane Dembélé, der ist da näher rum. Und da ist der Keeper nicht entschlossen genug. Ja gut, erstmals legen wir den uns zu weit vor und lassen damit die Chance liegen. Das war eine gute Annäherung mit sehr viel Tempo, wo man dann das erste Mal auch gesehen hat, Alexandro hat Tempodefizite im Vergleich zu Ousmane Dembélé. Die könnte er hier natürlich negativ dann Auswirkungen haben. Nächster Anlauf von uns, das war Timo Werner. Das war erneut richtig gut gespielt. Jetzt aber auch mal die alte Dame hier in Person von Anthony Martial. Da muss Federico Valverde hinterher. Der hat da bisher keine Chance. Auch hier ist das Tempo Defizit stark bemerkbar, aber Pavlenka ist dann da und könnte dadurch den Konter einleiten. Macht er auch, spielt auf Rashica, der legt dann schön in die Mitte ab und ist dann auch schon wieder in Position gelaufen. Milot Rashica ist im 16er, wohin mit der Kugel, vielleicht Rückraum, das ist alles ziemlich eng, dann haben wir Dani Olmo, der muss es irgendwie jetzt dann machen. Matthias de Ligt hat er dick auf den Fersen und dann ist es richtig gut gemacht, Tor! 14. Spielminute, Ousmane Dembélé, 1:0, Werder Bremen. Und warum? Weil Juventus Turin nicht in die Zweikämpfe kommt, jedes Mal den Kürzeren zieht und Matthias de Ligt lässt sich hier rausziehen. Und das ist gut gemacht von Olmo, der läuft einmal im Kreis um die komplette Defensive und hat noch die Übersicht. Ousmane Dembélé, Minute Nummer 14, Tor Nummer 6 in der Champions League. Jetzt kommt Juventus Turin erstes Mal gefährlich vorne rein. Pavlenka hat aber die Kugel und macht's dann auch wieder schnell. Kennen wir ja alles so. Und dann ist das Zweistation. Ein unfassbarer Pass für Ousmane Dembélé. Der ist im 16er. Dembélé, der wird doch nicht. Dembélé! Nein, das ist Szczęsny. Wieder ist Pavlenka maßgeblich dran beteiligt. Der macht das Spiel schnell. Und da ist aktuell die Riesenschwäche von Juventus Turin, die auf die Schnelligkeit von uns, die wir ja wirklich haben, gerade auch mit den Spielern in der Offensive, die absolut nicht gestoppt werden kann. Und wir machen das halt bockstark. Auch ein Pavlenka, der schaltet immer schnell, hat die richtigen Ideen und leitet dann auch immer mit ein. Zwei Riesenchancen. Die erste davon war drin. Die zweite lassen wir leider liegen. Wieder Juventus. Die Ansätze sind ja gar nicht mal verkehrt. Das hier ist... Das ist Martial. Das ist so gut gespielt. Und dann haben wir Pavlenka, der nicht nur im Spielaufbau mit da ist, sondern jetzt auch in der Defensive, wo er natürlich am meisten gebraucht wird als Keeper. Dann ist es wieder schnell gespielt. Zwei, drei Stationen. Milot Rashica vorbei an allen. Und dann vielleicht noch die Übersicht. Oben ist Ousmane Dembélé, aber der ist nicht dafür bekannt, Kopfbälle gut zu können. Der Ball wird geklärt und Juve baut wieder auf. Also ein richtig gutes Spiel. Man hat aber die Muster schon erkannt. Juventus Turin macht das Spiel, kommt auch immer wieder vor, hat aber dann hinten Probleme mit Jiří Pavlenka, der ein bockstarkes Spiel macht. Und der wiederum ist halt immer dran beteiligt, wenn die Gegenzüge dann auch wieder eingeleitet werden. Und die sind bei uns brandgefährlich. Und jetzt wieder Konterchance. Das ist Chirnel und das ist Milot Rashica. Und das ist sehr viel Tempo. Und die Übersicht noch für Timo Werner. Und das ist Timo Werner. Der zieht zurück. Timo Werner. Nein, nicht das 2-0. Im letzten Moment also dann doch noch verteidigt. Das war vielleicht ein Schlenker zu viel. Müssen wir straight Richtung Tor gehen. Der Ball ist nicht drin und somit noch immer die Hoffnung für Juventus Turin da, die jetzt aber vor der Pause vermutlich mal nicht mehr zu einem Tor kommen, denn dafür reicht die Zeit halt nicht mehr. Es ist ein 1:0 und das geht in Ordnung. Eggestein, Balleroberung im Zentrum. Timo Werner geht in die Spitze. Timo Werner, Übersicht, nochmal rein. Nein, dann ist es wieder einmal zu viel. Eggestein macht die Kugel aber fest. Eggestein versucht sich dann auch wieder in Position zu laufen. Dani Olmo ist im 16er. Olmo macht das wieder richtig gut und hat noch fast die Übersicht, Rashica mitzunehmen. Und dann gibt es... Ey, was ist jetzt denn los? Ne, das ist nachträglich wahrscheinlich eine gelbe Karte. Es gibt Elfmeter hier. Elfmeter sei... Oh, doch, es gibt Elfmeter. Hä? Sag mal, habt ihr sie noch alle? Warum gibt es denn jetzt Elfmeter? Ich wollte eigentlich sagen, es gibt Eckball. Es gibt aber tatsächlich Elfmeter.
Ja, verstehe ich jetzt nicht. Ja gut, muss ich vermutlich auch nicht. Jetzt lassen wir es halt einfach so und nehmen wir natürlich mit. Ich kann Elfmeter wirklich nicht. Ich bin da absolut lost drin. Olmo, da ist Szczęsny da. Und dann heißt es weiterhin 0-1. Ist aber auch in Ordnung so. Ich hätte ihn auch genauso verschießen können, was ich ja jetzt auch gemacht habe. Aber ich meine absichtlich, denn ein Elfmeter, ein Foul, habe ich da jetzt nicht unbedingt erkannt. Usman Dembélé ist im 16er. Dembélé nochmal flach in die Mitte und wieder Semedo. Ja, also wir machen Druck und in Halbzeit 2 ist von den Gastgebern, ja, kann man denke ich so betiteln, hier noch gar nichts zu sehen. Kann sich jetzt ändern, das ist Paulo Dybala, das ist ein Pass in den Rückraum, wieder Paulo Dybala, die Bälle werden vorne festgemacht, das ist nicht schlecht, dann aber Odriozola in der Defensive, der den Ball klären kann, wir müssen irgendwie jetzt schauen, dass wir in die Zweikämpfe kommen, kein Abseits, Ball in der Mitte und dann ist es ein Bär, was? Ach komm, Mukiele sieht glatt rot, es ist ein Scherz jetzt, Mann mit der 5, Nordi Mukiele sieht glatt rot und warum? Weil gar nichts, weil er den Ball spielt. Und Ronaldo halt in den Weg läuft. Vielleicht trifft er den da auch ein bisschen. Aber ganz ehrlich, man muss ja mit Risiko in einen solchen Zweikampf. Pavlenka, ich bin da hingesprungen, ich wollte gerade sagen. Pavlenka hat das Ding. Ronaldo, arroganter Elfmeter. Und der wird von uns pariert. Also, es ist jetzt hier ein richtiges Spektakel im Finale, wo wir aber in der Defensive leider halt jetzt ein Mann weniger haben. Und das könnte jetzt für Juventus nochmal andere Möglichkeiten aufbringen. Ah, das war jetzt schlecht von mir im Aufbau, Martial, Iri Pavlenka. Jetzt rettet er uns in der Defensive, nicht nur aufgrund des Elfmeters, sondern auch aufgrund dieser Parade. Und vielleicht geht's jetzt mal schnell in die andere Richtung. Timo Werner muss geschickt werden. Timo Werner wird geschickt. Wir sind in Unterzahl in der Defensive. Könnte sich das alles rächen? Timo Werner allerdings macht das 2-0 vorne. 70. Spielminute und das ist in Ordnung, weil wir in Halbzeit 2 richtig gut sind. Ja, verschießen den Elfmeter, der war auch nicht unbedingt gerechtfertigt. Auf der anderen Seite, naja, würde ich auch sagen, dass er nicht gerechtfertigt war. Aber können wir jetzt nicht ändern. Timo Werner mit dem schwächeren linken Konter. 2 für Werder Bremen, 0 für Real Madrid, 0 für Juventus Turin, wie bei Dembélé, Saisontor Nummer 6. Jeder muss jetzt laufen, jeder muss alles geben, Dybala, Grätsche kommt, ja gut, das war eigentlich ein ganz normales taktisches Foul, Chilwell sieht die gelbe Karte, war vielleicht doch ein bisschen härter, als es ursprünglich aussah, aber gut, das gibt einen Freistoß, gefährliche Position, Koke kommt hier für Alexandro, Dybala kann das natürlich, 18 Meter Torentfernung, sollte machbar sein, Dybala, Latte! Jetzt haben wir aber Dusel. Also jetzt ist wirklich noch alles drin. Maximilian Eggestein schnappt sich jetzt die Kugel und fährt hier den Konter komplett allein. Eggestein bleibt noch immer am Ball, läuft dann auch vorne wieder in Position, muss aufpassen. Eggestein bleibt im Zweikampf dran. Stones, und das ist wichtige Zeit für uns. 3 Minuten sind es noch regulär. 1 Minute ist es jetzt noch regulär. Dass jetzt noch was anbrennt, glaube ich eher weniger, weil wir haben den Ball in den eigenen Reihen und damit halt auch die Zeit, die für uns runterläuft, ohne große Probleme. Das geht in Ordnung. Ja, wirklich komplett aufs Spiel bezogen ist das hier ein Sieg, der absolut gerechtfertigt ist, auch wenn es zum Schluss natürlich nochmal kritisch war, aufgrund dem Elfmeter, der roten Karte und so weiter und so fort. Tut aber nichts mehr zur Sache. Juventus 0, Werder Bremen 2 und damit geht zum Abschluss der dritten Saison dieses Sprint to Glory zu Ende, weil wir die Königsklasse holen mit den Werderanern zum Ende der dritten Saison. Der Henkelpott gehört uns. Maximilian Eggestein ist der Kapitän und hat den Henkelpott vor sich und das völlig zu Recht. Werder Bremen gewinnt also die Champions League zum Ende der dritten Saison und wir haben hiermit die Werderaner also zum größtmöglichen Titel eines Vereins geführt und das ist unglaublich. Ich freue mich riesig hier. Ich hoffe, euch hat die SDG gefallen. Für mich war es eine richtig geile Aufnahme, die extrem viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe natürlich, euch ging es genauso und damit würde ich sagen, beende ich diese Aufnahme, dieses Sprint to Glory dann auch hier mit einem richtig geilen Ende. Hat viel Spaß gemacht. Maximilian Eggestein hat hier den Henkelpott und ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Danke auch, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Ich bin raus. Haut rein und ciao.